Herzlich willkommen bei Mika Caravan auf unserem Kanal in Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr merkt, nein, ich sitze nicht in meinem Fahrzeug. Ich sitze auch nicht im Markus sein Fahrzeug, weil das kennt ihr ja schon. Ich sitze hier aber trotzdem in einem Grand California 680, der, ich muss sagen, mir mittlerweile immer besser gefällt und so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach immer mehr Erfahrung kriegen und immer mehr tolle Sachen mit dem Fahrzeug machen dürfen. Und an dieser Stelle möchte ich auch dir, Markus, noch einmal ganz, ganz lieben Dank sagen, dass wir deinen Umbau machen durften. Markus Fan for Van, schaut euch seine Videos unbedingt an, weil es ist ein ganz klasse Kanal. Und auch der Umbau bei ihm, haben wir ja das Elektropaket gemacht, das ist schon etwas länger her, mit EcoFlow, haben aber jetzt auch die Optik etwas verbessert und oder verbessert geändert. Markus, sein Fahrzeug ist gasfrei. Auch dieses Auto haben wir jetzt komplett gasfrei gemacht. Allerdings nicht mit EcoFlow, sondern natürlich mit unseren WCS-Produkten. Und haben auch so ein paar andere Kleinigkeiten verändert. Und ich will euch jetzt das Ganze nicht vorenthalten. Ich zeige euch Stücke aus dem Umbau. Ich zeige euch das Endresultat. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, lasst uns durch das Auto hindurch schweben und es alles mal anschauen. Wir fangen jetzt einfach im vorderen Bereich an, weil da fängt ja alles an. Bekanntlich ist beim Grand California die Aufbaubatterie in der Motorhaube versteckt. Also das heißt und bedeutet, eine AGM-Batterie ist da drin, die den Aufbau versorgt. Die Starterbatterie allerdings haben wir hier unten drin. Warum das so gemacht worden ist, der Grand California ist natürlich ein Transporter und somit war die Batterie schon immer da unten drin. Und jetzt hat man den Aufbau gestaltet und irgendwann hat man natürlich gesagt, okay, wir brauchen noch einen Platz für die Aufbaubatterie. Ich nehme an, dass es so war. Ich habe keine Ahnung genau, warum es so ist, aber wäre für mich der einzige logische Grund. Also, schauen wir nach vorn, wo wir angefangen haben mit der ganzen Geschichte. Hier war die AGM. Jetzt müssen wir hier natürlich alles umbauen. Das heißt, wir müssen hier Verteiler setzen, weil wir müssen ja jetzt die Hauptversorgung von hier einmal nach hinten bringen. Also schön beschriftet, unsere Verteiler gesetzt, damit auch dementsprechend das alles safe ist, IP65, damit es wasserfest ist, wasserdicht ist, damit hier nichts passieren kann und mit Strom das Wasser keinerlei Kontakt hat. Somit haben wir hiervon die Batterie rausgebracht und haben die nach hinten gesetzt. Und wo wir die hingesetzt haben, das schauen wir uns jetzt an. Hier war der Gaskasten. Ist der Gaskasten? Ich weiß es nicht. Lasst uns einfach reinschauen, wie es dahinter ausschaut. Kein Gaskasten mehr da. So schaut das Ganze hinten aus. Was haben wir hier gemacht? Natürlich die ganzen Kabel nach hier hinten gezogen. Wir haben zweimal 155 Amperestunden Lithiumbatterien eingebaut. Wir haben dreimal 100 Watt Solar aufs Dach gebaut und wir haben eine Kombi drauf gebaut, eine 3200. Die dreimal 100 Watt Peak Hochvoltmodule, 50 Volt das Stück, bringen jetzt 0,64 Ampere. Und jetzt schauen wir mal einmal kurz ums Eck rum. Ihr müsst es sehen, wo das Auto steht, nämlich komplett im Schatten. Hier ist keine Sonne auf den Modulen. Ihr seht die Module, die stehen hier unterm Dach. Nur ein Modul ist ein bisschen vorne draußen und trotzdem, whoops, 0,6 Ampere. Also die Platten sind schon echter Knaller. Wir haben hier zwei Lithium-Akkus verbaut, gerade schon gesagt, den 3000er Wechselrichter, alles schön hier reingepasst und natürlich unseren LBR60 Ladebooster. Auch der ist ganz wichtig, damit wir entsprechend die Akkus auch wieder voll kriegen während der Fahrt mit der Lichtmaschinenüberwachung und so weiter.
Warum ich WCS verkaufe, warum ich WCS berate, habe ich euch das letzte Mal schon erklärt. Ich bin begeisterter WCS-Fan. Der Service passt, die Geräte passen, die Qualität passt. WCS macht sich einfach Gedanken über die Wohnmobiltechnik und entwickelt und steckt Millionen in diese Entwicklung rein. Und ja, da muss man sagen, finde ich das richtig geil, damit sich da auch eine Firma mal wirklich Gedanken macht. Andere sollten sich Gedanken machen, tun es aber nicht. Die verkaufen Jahrzehnte das gleiche Gruscht und ändert sich nichts. Also, hier haben wir unsere Mika-Verteiler hinten, plus für Rot, Schwarz, für Masse, sauber verbaut. Natürlich auch die Lüftungsgitter, die habt ihr gerade schon gesehen, hier muss die Wärme weg. Und wie es jetzt im Inneren des Fahrzeuges ausschaut, das schauen wir uns weiter an. An dieser hübschen Stelle haben wir uns das Display hinbaut, mit Absprache des Kunden, schön linear, mit der Oberkante, damit es mit den Steckdosen passt. Hier schalten wir dann dementsprechend einfach den Wechselrichter ein. Und schon hammersaft. Das Licht leuchtet gleich grün. Und jetzt haben wir 230 Volt auf allen Steckdosen und es kann losgehen. Dann haben wir natürlich hier noch die tolle Beleuchtung. Ich muss dazu sagen, ich finde die Beleuchtung hier schon geil. Also diese Ambiente-Beleuchtung, wie aber auch die andere mit dem Gelb und den, also ist schon schick. Oder? Also ja, ist schon ein tolles Auto, muss man sagen. Hier haben wir jedenfalls das Bedienteil für den Wechselrichter hingemacht, damit man das sauber bedienen kann, mit Landstrombegrenzung, mit Ladekennlinieneinstellung und. Können wir hier alles machen, ist überhaupt kein Thema. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Highlight, für mich mein Highlight, was wir bei Markus natürlich auch gemacht haben. Ich versuche das mal von der Seite einzublenden. Wo ist das geil? Der Umbau dahin ist natürlich echt tricky, also der hat es echt in sich. Die ganze Küche zerrissen, die ganze Arbeitsplatte rausgemacht, es ist echt heftig. Aber es rechnet sich, es lohnt sich für dieses Ergebnis, es schaut einfach richtig geil aus. Wir haben nämlich jetzt hier ein Induktionskochfeld, ein neues Waschbecken und eine Armatur plus eine neue Arbeitsplatte. In dem Fall haben wir eine schöne Eicheplatte. Schaut richtig geil aus. Auch das Waschbecken echt schick. Also ich finde es phänomenal. Also ich finde es richtig gut. Natürlich schwenkbar, ganz klar. Schön edelschwarz. Dann hier das Induktionskochfeld. Das heißt, wir haben zwei Kochfelder. Hier die Bedienleiste, kann man sauber bedienen, liegt sauber drin. Man kann hier kochen. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Und das zeige ich euch jetzt. Der kriegt einen Spezialumbau. Wie immer haben wir hier vorne die AGM-Batterie sitzen. AGM-Batterie im Crafter im Motorraum. Ja, ein bisschen unsinnig das Ganze. Warum wird es so gemacht? Das kann ich leider nicht beantworten. Ich bin vom Grundsatz her von dem Auto wirklich begeistert. Leider Gottes ist es so, dass hier die Aufbaubatterie versteckt ist. Das wird natürlich verändert. Es gibt auch von Crafter schon selber einen Umrüst-Kit. Wir machen das auch entsprechend. Wir werden hier alles umbauen. Batterie fliegt raus und wir gehen ab. Wupp, einmal komplett durch das Fahrzeug nach hinten. Und zwar haben wir hier ein Fahrzeug, wo auch gasfrei wird. Das heißt, hier haben wir Platz. Da kommt nichts rein, weil Gas brauchen wir nicht, hat eine Dieselheizung. Das Einzige, was mit Gas läuft, ist das Kochfeld. Und was mit dem passiert, zeige ich euch auch, weil, ups, hier haben wir die Arbeitsplatte. Das heißt, wir haben das Fahrzeug schon demontiert heute. Wow, so schaut das Ganze aus. Will eigentlich der Eigner, glaube ich, gar nicht sehen, aber wenn er das Video sieht, wird er es trotzdem sehen und ich hoffe, du verzeihst mir das Ganze, aber wir müssen das Fahrzeug so operieren, weil du natürlich hier, wie der Markus, Fan for Van, auch eine tolle Massivholzplatte reinkriegst. Mit einem super Spülbecken und einer tollen schwarzen Armatur inklusive Induktionskochfeld.
so schaut das Ganze aus. Wir müssen hier alles aufmachen, wir müssen überall ran. Das ist natürlich ein bisschen die Schwierigkeit. Es ist schon Aufwand. Aber am Margusheim Crafter seht ihr, es rechnet und rentiert sich wirklich, weil die Optik natürlich eine ganz andere ist. Das macht richtig Laune. Wir haben jetzt alles zerlegt. Die Platte liegt jetzt da draußen auf dem Boden. Die Schwierigkeit für uns ist natürlich, wir müssen jetzt die Platte 1:1 so nachbauen und müssen auch hier diese Nut wieder reinmachen, die allerdings nicht linear gerad ist, sondern auch noch geschrägt ist. Ja, was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, was sich da Crafter dabei gedacht hat, aber das wird so gebaut. Also machen es wir auch so. Und das ist halt alles ein bisschen Aufwand. Da habe ich einen Spezialisten, den Jochen, der das alles nachfräst, dementsprechend aufarbeitet, damit die Massivholzplatte wieder perfekt passt. Die wird jetzt auch gleich noch organisiert. Ja, und was kriegen wir dann noch in dem Fahrzeug? Wir verbauen jede Menge Solar, Lithium, eine Glissana kommt noch rein. Also hier wird richtig, richtig dran gearbeitet. Dann brauchen wir natürlich noch ein 3000er Kombi, weil hier brauchen wir ein bisschen Power für das Induktionskochfeld. Und dann ist das Fahrzeug echt cool autark. Ich freue mich drauf, nehme euch immer wieder mit, damit ihr seht, wie der Fortschritt ist und zeige euch jeden einzelnen Bauabschnitt und ja, nehme euch mit auf die Reise und dann schauen wir, was das Ergebnis ist. Tja, nun versuchen wir bei dem Mega-Umbau die Arbeitsplatte hier zu entfernen. Das ist schon allein ein sehr, ja, sage jetzt mal, kompliziertes Unterfangen. Die Arbeitsplatten sind verdübelt, verzapft, verleimt. Dann muss das alles getrennt werden, vorsichtig, darf ja auch nichts kaputt gehen. Da oben die Verkleidung muss weg, weil da müssen wir natürlich das Fliegengitter rausmachen, damit auch das nicht beschädigt wird. Die ganzen Schienen müssen raus, also das ist echt tricky. Ja, wir haben es geschafft, die Arbeitsplatte ist weg und nun folgen die nächsten Arbeitsschritte. Alles muss wieder eingepasst werden, Kabel müssen gezogen werden, alles muss wieder an Ort und Stelle irgendwie eingebaut werden. Also, los geht's! Hier haben wir bereits die Aufbaubatterie entfernt und treffen jetzt die Vorbereitungen, damit wir hier alle Kabel legen können. Müssen wir durch den Motorraum durch in den Innenraum. So, hier kommt schon mal der Erstentwurf von der Arbeitsplatte, die natürlich immer wieder getestet und angepasst werden muss, ob sie passt. Bevor wir die ganzen Ausschnitte machen, muss natürlich immer wieder geschaut werden, passt die Platte, müssen wir noch ein wenig nacharbeiten, in der Länge, in der Tiefe. Ihr seht schon, die Nut fürs Fliegengitter ist auch schon drin, hat der Jochen schon sauber eingefräst. Die Form außen hat man schon angenommen, jetzt muss man dann noch die Kanten brechen, schöne Rundung hinmachen, die Ausschnitte anzeichnen und dann dementsprechend wieder alles anpassen, einpassen, damit es natürlich wieder sitzt und ausschaut wie neu. Das ist alles gar nicht so einfach. Wenn die Platte einigermaßen sitzt, müssen wir gucken, ob die Überstände passen. Dann natürlich auch, ob die ganzen Verkleidungen wieder passen, weil wir haben natürlich andere Stärken, andere Größen ein bisschen und das muss alles hundertprozentig sitzen. So wird sie eingepasst. Meine zwei Jungs hier sind fleißig dabei, die Überstände einzuschätzen. Ja, und wenn das alles sitzt, die Außenform passt, dann gehen wir an zu den Ausschnitten. Die Ausschnitte schauen so aus. Dann wird wieder angepasst, Ausschnitte sind drin, wird wieder geprüft. Hier haben wir das Display für einen Wechselrichter gemacht, linear zu den Steckdosen, damit es eine Linie ist. Die Platte wurde auch schon gewachst, nicht geölt, das war Kundenwunsch. Da sieht man wieder die Steckdose, dass das eine Linie ist, schaut richtig gut aus. Jetzt legen wir mal die Armatur und das Zahnfeld dran. Also es ist, nimmt langsam Formen an und wird immer, immer schöner und immer besser. Ja, hier sind wir jetzt im hinteren Bereich, wo wir ja von vorne die Kabel durchziehen. Hier bekommen wir Lithium-Akku, 3000er Wechselrichter, Ladebooster, Solarregler und. Alles muss hier in das Fach, wo ehemalig die Gasflaschen deponiert sind, eingepasst werden.
So legen wir uns das alles einmal zurecht und sortieren uns, wie das Ganze dann ausschaut, wenn alles wieder drin ist. Dann kriegt das Fahrzeug natürlich noch eine Glesana. Da rutschen wir mal ums Eck rum. Da sehen wir dann, dass wir hier schon die Toilette rausgebaut haben. Eine Glesana wird eingebaut und ja, ist ja mittlerweile Standardprogramm. Davon geht es dann zur Starterbatterie. Auch da muss man alles aufmachen, weil wir natürlich den Booster dementsprechend integrieren müssen und anschließen müssen, damit es alles funktioniert. So, sieht man die Anordnung von unserem Elektrokasten. Ist echt schick geworden, alles angeschlossen. Dann blenden wir mal um in die Motorhaube. Da sieht man unsere ganzen Verteiler, wo wir reingesetzt haben, wo vorher die Aufbaubatterie war, damit auch hier der Strom dann wieder eingespeist werden kann. Und dann geht es weiter. Hier wird gerade noch montiert. So sieht es dann aus, wenn man bei uns arbeitet. Dann schauen wir mal aufs Dach, weil da sind ja die 3 Solarplatten hingekommen. Da mussten wir dann auch ein bisschen tricksen, damit es alles Platz findet auf dem Dach. Alles in allem, glaube ich, ein echt genialer Umbau. So ein Konzept finde ich richtig geil. Die Solarplatten sind auf dem Dach. Wir sind hier absolut stromfrei, absolut gasfrei. Das Fahrzeug ist autark. Puh, mir fällt dazu nicht mehr viel ein. Ich finde es richtig mega. Standardsgemäß haben wir natürlich auch noch eine Glesana verbaut. Auch das gehört natürlich zum Grand California dazu. Also haben wir ja auch bei Markus schon hinter uns oder beziehungsweise umgesetzt. Und jetzt auch hier gehört natürlich auch noch zu dem Gesamtkonzept dazu. Muss ich aber nicht mehr näher drauf eingehen, weil das ist schon echt. Ja, was muss man da sagen? Glesana ist Glesana. Die funktioniert, die läuft, ist einfach top. Mir fällt dazu, außer dass sie echt stark ist, nicht mehr viel dazu ein. Ja, das war unser Grand California Projekt. Ich denke, da werden wir in Zukunft auch mehr umbauen. Bei Markus haben wir ja auch noch den Tisch gemacht. Wir lassen uns hier auch noch ein bisschen mehr dazu einfallen, weil da habe ich noch ganz tolle Ideen, was wir da auch noch umsetzen können, um das Ganze noch ein bisschen schöner zu gestalten. Da wird noch einiges passieren, da wird noch einiges kommen. Ja, das war der Umbau von unserem Grand California. Nein, nicht von unserem, aber von unserem Kunden. Ich glaube, wir haben jetzt das zweite Fahrzeug richtig gut umgesetzt. Es schaut richtig klasse aus. Hier kann man ganz viel machen in der Innengestaltung. Bleibt natürlich jedem selbst überlassen, was einem gefällt oder was einem nicht gefällt. Im Energiepaket kann man unheimlich viel machen, im Optischen kann man unheimlich viel machen, mit Beleuchtung, mit Massivholz, Küchenarbeitsplatte und so weiter und so fort. Gasfrei ist immer mehr das große Thema. Gasfrei, warum? Tja, in skandinavischen Ländern wird das Gas immer wegen schwierig zu bekommen sein. Füllstation, Fragezeichen, große Umwege. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, inwiefern er gasfrei sein möchte. Es gibt jedenfalls ein Riesenpotenzial und immer mehr Kunden, die diesen Wunsch haben, was ich durchaus verstehe, weil auch ich bin so gut wie gasfrei, bin noch am Überlegen, den letzten Schritt gerade zu tun. Das Kochfeld ist von der Firma Rommelsbacher. Da lassen wir uns unsere Kochfelder bauen. Dieses Kochfeld ist speziell für uns gemacht. Wir werden darauf nur ein bisschen aufbauen. Da gibt es noch 2 kleine Features. Wir gucken, dass wir auch mal irgendwann unser Logo drauf kriegen. Ist aber eine tolle Geschichte, weil dieses Kochfeld speziell für die Wohnmobiltechnik kreiert ist, von Leistungsspezifikationen, von der Größe und so weiter. Und da sind wir auch richtig stolz drauf, in der Lage zu sein, sowas mit der Firma Rommelsbacher auch aufzuziehen. Auch hier verweise ich nochmals auf Markus sein Video. Ich linke euch das oben rein. Müsst ihr unbedingt mal angucken, weil er war auch drüben in der Firma und hat da mal ein kleines Video gemacht, wie das Ganze vonstatten geht. Ich sage lieben Dank fürs Zuschauen. Ich sage ganz lieben Dank für euer Interesse. Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund. Diejenigen, die auf der Caravan Salon sind, euch noch viel Spaß, euch noch viel Vergnügen.
gibt bestimmt wieder einiges zu sehen. Ich leider kann dieses Jahr nicht gehen. Ich muss hier ziemlich viel arbeiten. Ich habe wenig Zeit, aber gut, macht nichts. Ich kann nicht überall sein. Hier in der Werkstatt ist natürlich auch wichtig. Also, bleibt gesund. Alles Gute. Wenn ihr verrückt seid, gebt mir ein Like. Ganz verrückt sein. Ein kleines Abo hinterlassen. Und total verrückt sein. Noch die Klingel drücken, damit ihr auch wirklich keine Videos mehr verpasst. Und ich bleibe dran und nehme euch immer wieder mit. Alles Liebe, bis dann, euer Micha. Ciao, ciao.